Ja, moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Track Walk. Der Tommy und der Ralf sind auch mit am Start. Und nein, das schneide ich nicht raus. Und ja, wir wollen mal gucken, ob wir jetzt endlich unsere Startnummern kriegen, weil irgendwie ist heute Morgen hier alles so ein bisschen, konfus, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt unsere Startnummern holen. Danach geht es zum Track Walk und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Also bis gleich. Ich habe ja auch eine Lizenz. Oh, pass auf, Ralf. Okay. Du stehst wieder im Weg rum. Ja, alles klar, ich habe auch keine mehr. Ich komme jetzt einfach mal zu dir. Reingeguckt. Jetzt reingeguckt. Warte mal, wo müssen wir überhaupt? Wir müssen rechts. Genau rechts müssen wir. Nein, dann ist alles perfekt. Ja. Das ist Lizenz, ne? Ja, lass uns da hingehen. Wir sind noch Lizenzfahrer. Ja. David, Laser Junior Trophy ist da drüben, ne? Ach Mann, bin ich falsch. Darf ich dann eben durch? So, Freunde, wir haben es endlich geschafft und haben unsere Startnummer gekriegt. Jetzt fahren wir nach Hause. Genau. Und jetzt haben wir alles, was wir wollten. Also der Tommy startet auf jeden Fall mit der 308. Der Ralf hat die 309, weißt du, sind Brüder und so. Und ich hier ganz weit hinten im Feld, ich habe die 553. Und jetzt würde ich sagen, babbeln wir die Dinger mal an die Fahrräder dran. Ja, und dann geht's auch schon mal ab zum Trackwalk. Also, bis gleich. Tschüss. So, Freunde. Digga. Die altbekannte, ich trau mich nicht. Alter, weißt du? Ja, es ist ja auch immer wieder das Gleiche, ne? Man fährt an Stellen, wo man sich nicht mal läuft. Nein, warte. Zu laufen. Warum sind eigentlich so und starten jetzt hier oben? Ich weiß auch. Also, Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt beim Track Walk. Und bei uns scheitert es schon daran, nur hier runterzukommen. Was denn jetzt? Kommt ihr jetzt oder nicht? Ja, Freunde, was mir als allererstes auffällt hier an der Strecke ist, soweit ich mich erinnern kann, hat es gestern bestimmt für 4-5 Stunden geregnet. Und dafür ist die Strecke eigentlich echt richtig trocken. Ich bin wirklich gespannt, wie es denn ist nachher, weil es soll ab 14, 15 Uhr nochmal regnen. Und da beginnt natürlich das Training, was natürlich richtig geil ist. Aber schauen wir dann einfach mal, wie die Strecke dann ist. Oh! Das wundert mich jetzt ja. Direkt am Anfang der Strecke gibt es die erste Überraschung. Weil der Sprung hier, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, also der Sprung hier ist normalerweise offen. Den haben sie dieses Jahr zugemacht. Ich gehe mal davon aus, dass das daran liegt, dass das Wetter ja sehr wechselhaft ist und sie vielleicht einfach ein bisschen Angst haben, dass halt zu viel Wind herrscht und da gar nichts riskieren wollen. Aber bislang geht es auf jeden Fall erstmal so ganz normal weiter mit der ganz normalen Streckenführung, die man so kennt hier aus Willingen von der Downhill. Und ich bin mal gespannt, wie es dann ab dem Wald weitergeht. Ja, auf jeden Fall haben sie dieses Jahr das Ganze ein bisschen anders abgesteckt. Auch das zweite, ich nenne es mal die zweite Sektion, kurz vor dem Gap, den vielleicht die Leute auch kennen, das ist der da drüben, haben sie die Streckenführung ein bisschen geändert. Du kommst quasi vom Berg runter und hast hier ja ein bisschen loses Zeug auf Camber, bevor es dann quasi also da offen. So zu den nächsten Stücken geht. Schauen wir mal, wie das so wird. Nass. Ihr Freunde, da oben seht ihr den Ralf. Der macht schon wieder die Strecke kaputt. Klar, manipulieren. Ich kenne jetzt die ganzen Marken hier. Ja. Und? Auf jeden Fall erst und Ralf, was sagst du? Ja, es ist interessant, wie die es umgebaut haben, ne? Ja, finde ich auch. Aber durch dieses Trackwalk kannst du echt gut erkennen, wo du am besten langballerst. Ja, so. Kannst auch einmal schön alles abtreten, weiß ganz genau, da geht's runter, hier ist stabile Fläche. Ja. Ist echt gut, dass man das vorher machen kann. Ja, weil hier auch allgemein die Line umgebaut ist. Ja, genau, weil hier zum Beispiel da oben fährt, da steht da Tommy. Und du kommst hier rüber, die haben im Grunde bislang alle Sprünge zugemacht. Ich denke, das wird dem Unwetter geschuldet sein und du kommst jetzt hier runter. Im Prinzip auch so ein offenes Stück. Hier mit einer schönen offenen Anliegerkurve, bevor man dann wieder auf das eigentliche Streckenstück kommt. Auf jeden Fall bislang eigentlich ganz interessant abgesteckt, die Strecke. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt gleich noch so im Wald kommt. Und ja, wir gehen einfach mal weiter. Und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, und auch im Wald. Man kommt jetzt hier direkt in den Wald. Aus dem offenen Teil des ersten Teiles, sage ich mal. Und da, wo Ralf jetzt eigentlich quasi gerade drauf zugeht, haben wir dieses Jahr auch zugemacht. Normalerweise hattest du die Möglichkeit, entweder hier geradeaus durchzufahren oder rechts, da wo Tommy gerade lang geht.
Das haben wir dieses Jahr irgendwie auch zugemacht. Also gibt es quasi nur eine Linie. Und da muss man hier auch ein bisschen aufpassen. Hier schön Matsch vor den Wurzeln. Aber hier im Prinzip rum, darum. Und ja, sieht auf jeden Fall gerade, bislang meine ich, ganz spaßig aus. Und ich bin wirklich gespannt, wie es denn im nächsten Teil weitergehen wird. Ja, Freunde. Ab hier ist es eigentlich relativ tricky, ein bisschen abgesteckt. Man kommt im Grunde von oben runter. Ein paar Kurven hat man dabei, bevor man denn hier runterkommt. Da vorne ist im Prinzip auch noch ein kleiner Drop, den man nehmen kann, aber man muss dann relativ stark runterbremsen, weil es dann hier um die Ecke geht. Hier rüber, übers Steinfeld, runter in die technische Sektion, wo es dann auch sehr technisch wird, das kleine Waldstück. Und ja, ich glaube, dass das hier auch auf jeden Fall eine Schlüsselstelle sein wird. Kannst du mir kurz Hotspot machen? Ich muss mein Dings ist hier. Warte mal. Der Ralf hat leider ein paar technische Probleme gerade. Aber hier musst du auf jeden Fall gucken, ob man im Prinzip die Steine runterfährt oder eben hier die äußere Linie lang. Ich muss aber trotzdem nachher noch machen. Ich muss irgendwie erreichbar sein. Und ja, der ist abgeschlossen, aber ich muss mit einem Netzwerk verbinden, damit ich irgendwie. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ah, ich dachte, oha. Ich muss das mal kurz. Okay, das ist auf jeden Fall auch mal interessant. Ich dachte eigentlich, es geht hier direkt rum, aber es geht hier recht eng um die Kurve rum. Das könnte auf jeden Fall interessant werden, das Stück. Weil ich versuche euch das mal zu zeigen. Du kommst im Grunde da oben runter und musst dann hier recht zügig um die Ecke rum. Und dann geht es da im Grunde weiter und das gucken wir uns jetzt auch gleich mal an. Also ab hier wird es auf jeden Fall richtig schön technisch. Schauen wir mal. Ja, Freunde, was auf jeden Fall dieses Jahr auffällt, ist, dass die Strecke. Oh, ein Eichhörnchen. Tiere kommen ja immer gut in Videos. Aber was ich sagen wollte, was auf jeden Fall dieses Jahr auffällt, ist, dass die Strecke an manchen Stellen sehr eng abgesteckt ist. Also auch hier gibt es im Prinzip, glaube ich, auch wieder eine Schlüsselstelle. Man kommt nämlich hier hoch und dann ist die Entscheidung. Entweder man fährt die untere Linie, das ist definitiv die einfachere, aber dann hat man da ein Riesenproblem, weil man dann da scharf in die Ecke muss. Alternativlinie wäre, da wo Ralf jetzt steht, hoch, um hier rüber, da runter, um dann um die Kurve zu kommen. Ja, das könnte auf jeden Fall sehr spannend werden. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall auch wieder eine Stelle, die drei Linien, glaube ich, oder so bietet und sehr interessant werden könnte. Ich denke, an dem oberen Teil wird es sehr rutschig und man muss dann vor allem hier rüber, off-camber. Viel loses Zeug. Boah, das wird auf jeden Fall an manchen Stellen schon eine Herausforderung. Ja, Freunde, auch hier das Stück. Das Springen ist ein bisschen heikel, weil das muss voll richtig. Auch wieder sehr, sehr technisch. Zwei, drei Linien gibt es hier zur Auswahl. Bei ein paar muss man ganz schön aufpassen, weil hier überall Wurzeln. Das könnte auch gut rutschig werden. Und da oben kommt man runter, scharfe Kurve. Und dann hat man die Möglichkeit, entweder hier runter über die Wurzel zu springen und den Stein. Oder man nimmt den Drop hier oben. Aber wie gesagt, man muss extremst aufpassen. Ja, also bislang, der obere Teil der Strecke gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Stück im Wald muss man auf jeden Fall mal gucken. Und wir nähern uns jetzt so langsam dem Road Gap. Da muss man dann auf jeden Fall mal gucken, was da so los ist. Und vor allem, was hier jetzt noch im Wald für Überraschungen für uns bereithalten. Da schauen wir einfach mal. Und ja, der Trackwalk geht auf jeden Fall weiter. Ja, Freunde, nachdem man jetzt nun alles Technische hinter sich gebracht hat, kommen wir in den offenen Teil, bevor es dann quasi zum letzten Stück geht, der Downhill. Hier haben sie auch schön viele Kurven eingebaut. Wenn der Rasen richtig nass wird, dann könnte es genauso werden, wie Tommy gerade angedeutet hat. Scheiße, Entschuldigung in meiner Ausdrucksweise. Aber hier kannst du, glaube ich, das Rennen auch wirklich gut verlieren. Weil hier kannst du, glaube ich, gut wegrutschen. Gerade wenn du dann noch hier runterkommst und hier kannst du zwar abziehen, aber wo springt man da hin? Dann muss man wieder runterbremsen, dann muss man da rüber und wieder darüber und also wird auf jeden Fall
eine ziemlich interessante Passage, denke ich. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir nähern uns jetzt auch langsam dem Ziel und gucken uns jetzt nochmal den Rest der Strecke an. Und dann, ja, schauen wir mal. Ja, Freunde, wir sind jetzt beim Ende angekommen und im unteren Teil der Strecke hat sich eigentlich nicht so viel verändert, glaube ich. Also die Streckenführung ist so, wie man sie kennt, von der alten Downhill noch her. Dann hat man hier auf jeden Fall nach diesem Schrägsprung, den man kennt, den letzten Drop, haben sie quasi rausgenommen auch, bevor es dann hier über den schrägen Sprung gezeigt Richtung altbekannten IXS-Tor geht. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt unten angekommen. Ja, Freunde, wir sitzen jetzt wieder im Zelt und das Training ist für heute vorbei. Ich muss sagen, dass es eine, doch nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, so ein Rennen. Das Feeling ist einfach total anders, die Strecke ist natürlich völlig anders. Es war auch relativ viel los halt auf der Strecke, deswegen habe ich halt jetzt auch kein Video gemacht, aber morgen gibt es dann auf jeden Fall noch mal ein kleines Video auch auf jeden Fall vom Training. Ich finde die Strecke sehr anspruchsvoll, sie macht aber oder kann auf jeden Fall Spaß machen und ja, Tommy ist mit seiner Leistung auf jeden Fall zufrieden und wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall noch ein kühles, kaltes Getränk und geduscht wird auch noch und gegessen wird auch noch und dann ja, geht es auch schon wieder bald ins Bett, weil morgen um 8 Uhr startet das Training. Von 8 bis 11 haben wir Training und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Und mir bleibt dann, wie immer nur zu sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns auf den Trails.